Aber sorg jetzt ganz konzentriert. Klippo. Oh. So, sie wählt sich für die andere Variante. Sei lieber ein weniger erhöhtes Tempo, gehend und den Fluss mitnehmend, andere Idee an diesem Parcours. Und ja, Klippo springt ganz, ganz, ganz fantastisch. Die Schwierigkeit jetzt hier hinten raus, nochmal den Schwung mitnehmen und den Fluss mitnehmen. Hinten zum letzten bei 38, 39, leichte Parade und sie fliegt ins Ziel und ist wieder unglaublich stark. Und holt sich hier diesen Finalsieg. Deutschlands U25 Springpokal geht in diesem Jahr an die deutsche Meisterin, an Finja Bormann. Wir sagen wieder mal Glückwunsch und freuen uns gleich dann natürlich auf das Siegerinterview. Alles wird vorbereitet für die große und feierliche Ehrung des U25 Springpokals 2020 hier das Finale.